Willkommen zu unserem großartigen OSM-Quiz. Lasst uns erstmal kurz die fantastischen Preise vorstellen, die es heute Abend hier zu gewinnen gibt. Also als vierten Preis eine kleine Tüte Kinder-Schoko-Bons. Dann haben wir hier eine OpenStreetMap-Warnweste, sehr bewährt und auch kürzlich erst im Forum wieder lang diskutiert. Eine englische Ausgabe von Jochens und meinem OpenStreetMap-Buch. Und jetzt kommt das Beste. Handsigniert auf Wunsch, ja. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt das Beste. Highlight. Ich habe vor kurzem Post bekommen, anonym, oder zumindest konnte ich den Absender nicht entziffern. Da stand drin: Lieber Frederik, meine aktive OSM-Zeit ist vorbei, vielleicht kannst du diese Schilder noch einem Zweck zuführen. Und da hat also jemand sich 6 Magnetschilder hergestellt für sein Auto. Das sind also solche, die problemlos an jeder Autotür außen dran haften, so im Stil von so solchen Fahrschulschildern und so. Also 6er-Pack reicht also auch für ein mehrtüriges Auto, womit man dann problemlos auf jedem Waldweg fahren kann, ohne vom Förster angehalten zu werden, denn man ist ja als offizieller Kartierer unterwegs. Also die Gewinner dürfen sich ja nachher dann diese von diesen Preisen welche aussuchen, aber dazu müssen sie natürlich erstmal gewinnen. Und wie das geht, das erklärt jetzt der Pascal. Ich versuch's. Für alle die letztes Jahr nicht bei dem Spiel mitgemacht haben, hier nochmal ganz einfach erklärt, wie die Spielregeln gehen. Es steht bitte jeder auf, wo es möglich ist natürlich. Wir stellen dann eine Frage und bei der Beantwortung der Frage sagen wir dann, welche Antwort richtig ist, und dementsprechend, wer die richtige Antwort sagt, darf stehen bleiben und die anderen müssen sich hinsetzen, und so sollte im besten Fall irgendwann nur noch einer stehen bleiben oder eine kleinere Gruppe stehen bleiben. Also nicht, wer die richtige Antwort sagt, sondern ihr überlegt euch die richtige Antwort im Kopf und ihr seid selber ehrlich genug, stehen zu bleiben, wenn ihr sie richtig hattet, und euch hinzusetzen, wenn ihr sie falsch hattet. Genau. Als erstes ein kleines Beispiel. Dafür müsstet ihr jetzt bitte alle aufstehen. Also wir könnten zum Beispiel fragen, was war 2012 bisher das Thema mit den meisten Mails auf der mailingliste.talk.de? Und dann sind 4 mögliche Antworten: A, öffentliches Duschbad, B, Sekt oder Selters, C, Stolpersteinrelation oder D, Fahrspuren, die 315. Und dann würden wir euch einen kleinen Moment Zeit geben, dass ihr euch wo überlegen könnt, was ihr glaubt, was vielleicht richtig sein könnte. Und bevor wir jetzt das Ergebnis sagen, könnte man jetzt schon sagen, wer von euch hat gesagt, denkt, dass es B ist? Gut, also ist es auch nicht. wer von euch denkt, dass es Stolpersteiner Relation ist? Darf sich hinsetzen. öffentliches Duschbad? Ihr müsst euch leider auch hinsetzen, also alle anderen dürfen stehen bleiben. Also diese Frage war also klar zu einfach, aber das war ja nur die Demo-Frage, also wir haben ja später dann die richtigen Fragen. Genau, aber so wollen wir jetzt versuchen, das immer ein bisschen mehr zu minimieren und im besten Fall dann nachher die Preise verteilen zu können. Das heißt, die erste Frage, es dürfen jetzt alle wieder aufstehen, es war nur ein Beispiel. Das war ja nur der Probelauf. Ein Beispiel gewesen und... jetzt geht es also wirklich los. Ist jedem klar, wie es funktioniert? Wo in OpenStreetMap befindet sich ein 27 Kilometer langer Highway gleich Service mit Tunnel gleich Yes, Bicycle gleich Yes und Access gleich Restricted? Ist das etwa im Apple Headquarter bei Cupertino oder ist das in Genf oder C in Dubai oder D in der Lüneburger Heide? Denkt mal in Ruhe darüber nach. Was könnte das sein? 27 Kilometer lang? Im Tunnel? Könnte Fahrradbenutzung Apfel erlaubt? Sein, ne? So. Ja, Pascal hat den Drücker für die Lösung. Das ist jetzt die Frage. Wollen wir die Lösung zeigen und dann... Jeder für sich, so ehrlich wie er ist, der dann von sich alleine sagt, das war falsch. Die sind alle ehrlich hier. Also wenn jetzt nicht der Buchstabe auf dem nächsten Folie steht, den sich jeder für sich überlegt hat, kann sich dann bitte setzen.
Das war... Ja, aber es ist komisch, dass ich mit einem... Pascal, Sie bitte setzen. Mit einer Taste... Die richtige Antwort ist Genf. Und ja, das ist da so ein Tunnel, der da irgendwie neben diesem komischen Teilchenbeschleuniger verläuft und den man offensichtlich tatsächlich mit dem Fahrrad befahren kann. Also nicht den Teilchenbeschleuniger selbst. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie den meisten ja wahrscheinlich bekannt ist, bei jeder Änderung, die man bei OpenStreetMap macht, wird immer ein Changeset erstellt. Was denkt ihr, was wohl der aktivste Mapper, was auch immer das sein kann? Also der mit den meisten Changesets eben. Ja. Genau. Wie viele der so erstellt hat? Ja, das könnte auch eine Maschine sein. Ja. Deswegen haben wir extra den aktiven Mapper in Anführungszeichen gesetzt, weil wer oder was es ist, das werden wir dann vielleicht gleich noch sehen. Also denkt ihr, es sind ca. 20.000, B so zwischen 35.000 und 40.000, ungefähr 80.000 oder weit mehr als 180.000? 150. Ja, 80.000 oder 100, mehr als 150 oder mehr als 150.000. Maximum bei OSM, wer hat am meisten? Anzahl Changesets. Wie Anzahl viele, Changesets. Wie viele Changesets hat der aktivste Mapper? Ja, ja, genau. Ich denke, jeder hat sich eine Antwort überlegt. Und hier sieht man mal so die Top 10 von den aktivsten. Und man sieht, dass dann sich einige hinsetzen, weil sie scheinbar nicht gedacht haben, dass es dann doch 167.000 sind von einem User namens Finfei, was auch immer. Und vermutlich wird er auch sie nicht alle per Hand erstellt haben. Ja, der Nummer 1 ist ein Bot, der Nummer 2 ist aber tatsächlich ein echter Mensch, der ist ein Mapper in Kanada. Was auch schon sehr beachtlich ist mit 66.000. Also sag mal, man sieht ja durchaus so ab Platz 4, dass sich dort mehrere Leute bewegen und das auch eher eine Zahl ist, wo man sagt, dass man sich das vorstellen kann. Aber so. Der vierte Vorsteller, das ist ein Deutscher, das ist der Deutsche, der Türkei lebt, hat alle Flüsse in Sibirien gemacht. Danke für die Info. Also es ist schon sehr stramm, ja? Ich sehe schon, wir sind nicht mehr ganz so viele. Nächste Frage. Welche dieser Inseln wurde noch nicht von einem Spaßvogel bei OpenStreetMap eingetragen? A. Die Schatzinsel. B. Lummerland. C. Monkey Island. Oder eigentlich heißt es Melee Island, also die Hauptinsel von dem Computerspiel Monkey Island. Welche dieser Insel gehört nicht dazu? Ich denke, es hat sich jeder eine Antwort überlegt, oder? Die richtige Antwort ist die Schatzinsel. ist der Peter, du könntest mal deinen History-Renderer anwerfen und könntest mal historische Bilder von Monkey Island und Lummerland machen. Die habe ich nämlich auf die Schnelle jetzt nicht produzieren können, aber ich weiß, dass es diese Insel mal gab. Die müssten wir mal nochmal Bilder davon produzieren. So, wie viele Leute haben wir übrig? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sollen wir die alle sechs hier vorne antreten lassen oder sollen wir noch eine Frage machen? Drei Teams mit je zwei Leuten. Im Zweifel haben wir sechs Schilder, oder? Ja, die können sich ja nachher drum reißen. Also ich würde sagen, alle, die jetzt noch stehen, die kommen mal hier vor. Und wir ändern dann den Spielmodus so ein kleines bisschen. Bildet doch gerade mal drei Teams. Geh mal zwei Leute bleiben mal hier auf der Seite. Ihr zwei bleibt hier gerade hier. Und... ihr müsst euch natürlich auch so ein bisschen beraten können. Ihr zwei setzt euch einfach hier in die erste Reihe, dann habt ihr so ein bisschen Privatsphäre. Ich möchte kurz zur Notiz geben, das sind zwei Arbeitskollegen von mir, aber die kennen die Folien nicht. Einer vielleicht jetzt sagt, guck mal, die sind alle von der Uni Heidelberg und die kennen die Folien nicht. Ganz wichtig.
Gut. Wir machen das jetzt so, wir ändern den Spielmodus jetzt. Wir werden euch wieder die Fragen anwerfen. Die, die jetzt im Publikum sitzen, die dürfen nicht mehr mitspielen. Die dürfen doch mitdenken, aber es gehören nicht mehr dazu. Die anderen, diese drei Teams, dürfen sich untereinander abstimmen. Und welches Team zuerst hier schreit, kriegt die Chance, eine Antwort zu geben. Und wenn die Antwort richtig ist, dann kriegt das Team einen Punkt. Pascal, kannst du mal eine Tafel nehmen und ein bisschen Kreide? Ihr seid Team A, ihr seid Team B, ihr seid Team C. Machen wir einfach eine Strichliste. Und wenn ein Team sagt, hier wir, und gibt die falsche Antwort, dann haben die anderen es einfacher, weil dann nur noch eine, weil dann eine Lösung schon mal raus ist. Wollten wir es auch so machen, dass bei einer falschen Antwort es einen Minuspunkt gibt, oder? Ach nee, das machen Gut. wir nicht. Am Ende haben sie alle nur noch Minuspunkte und fangen an zu weinen. Genau. Also, ist natürlich jetzt, ihr müsst vielleicht ein Stück weiter rüberkommen, dass ihr das seht. Die folgende Frage: Hier ist, sind alle Edits oder alle Changesets von einem User auf einer Heatmap dargestellt. Und unsere Frage dazu ist: Der Mapper, der diese Edits gemacht hat, erfand auch A, das TCP/IP-Protokoll, B, die Wikipedia, C, das Web oder D, Google. Es handelt sich also hier nicht, Boston, Cambridge, Massachusetts. Wer könnte das sein und was hat er noch erfunden? Die ja. Also, wer als erstes hier schreit, kann einen Punkt gewinnen. Laut und deutlich hier sagen, bitte. Traut sich keiner. Also wenn keiner schreit, dann spiele ich nicht mehr mit. Ihr dürft auch raten. Wir 25% Wahrscheinlichkeit. Also ich sag, was sagt ihr? Ich sage B. B, die Wikipedia. B. Das ist falsch. So, dann habt ihr es schon mal leichter. Hä? Na, na, na? Eure Chance auf einen Punkt. Ja. Wir sagen jetzt A. TCP/IP. Das ist auch falsch. Wollt ihr es versuchen oder gebt ihr auf? Naja, ihr kriegt ja keinen Punkt abgezogen, also. Das sind die Edits von Tim Berners-Lee, der regelmäßig bei OpenStreetMap mappt und ja, da wohnt halt da in der Gegend. Ja, was für ein Reinfall. Null Punkte für niemand. Okay, nächste Chance. Etwas einfacher. Ist ein bisschen, wie viele muss es eigentlich heißen? Oh. Wir haben einen Bug in der Folie. Wie viele Base Jump Places gibt es in USM? Was ist eigentlich Base Jump? Man sieht es ganz leicht im Hintergrund, wo man sich irgendwo runterstürzt. Nicht aus dem Flugzeug, sondern aus dem vom Berg oder vom Hochhaus oder so. Ja. Brücke. A, weniger als 2, B, 19, C, weniger als 150, D, 150 oder mehr. Das ist so ein bisschen unpräzise, weil wenn es jetzt 19 wären, dann wäre ja C auch richtig, oder Pascal? Das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof gelaufen, ne? Schön, dass du die Folie nochmal überarbeitet hast. Also sagen wir mal, C wäre jetzt 20 bis 100, bis 149. Ja. So, jetzt ratet mal. Ich meine, das könnt ihr eh nur raten. Das kann man nicht wissen, oder? Man kann es nicht wissen. Ihr sagt D, 150 oder mehr. Pascal, weißt du es überhaupt auswendig? Ja, D ist falsch. D ist falsch. Ja, blöd, wenn wir jetzt auf die Lösungsfolie gucken müssen. Was sagt ihr? Bäh. Und bäh. 19 ist richtig. Und das gibt den ersten Punkt. Ein Punkt für Team A. Welcher dieser harmlos klingenden Benutzernamen bei OSM ist echt, also kein Pseudonym? A. Josh Doe. B.
Etienne, Kurzname von Etienne Chaloux. C. John Smith. Oder D. NE2, Kurzname von Nathan Edgars II. Alles Leute, die auf Mailinglisten aktiv sind, also auf dem einen oder anderen Namen seid ihr bestimmt schon mal begegnet. Wer gehört nicht dazu? Wer ist kein Pseudonym? Drei davon sind Pseudonyme. Ja. C gehört nicht dazu? Das ist falsch. John Smith ist ein Pseudonym. Wir nehmen A. Ihr nehmt A, Josh Doe, das ist richtig. Ich weiß es gar nicht, aber... Ja. Etienne heißt nämlich eigentlich George James. John Smith heißt, weiß keiner so richtig, vermutlich Dwayne Groth. Und bei NE2 weiß es niemand. Das ist, der hat schon mal selber gesagt, dass es ein Pseudonym ist, bloß wir wissen nicht, wie er richtig heißt. Kommen wir zur nächsten Frage. Welche der folgenden tatsächlich existierenden Domains verwendet keine OpenStreetMap-Daten? A. mountainbikemap.org, sage ich jetzt mal. B. openmaps.eu. C. opengastromap.org. Oder D. die OpenGolfMap. Was denkt ihr? Wir nehmen B. B. openmaps.eu, das ist richtig. Ein Punkt für Team C. Das war B, oder? Das ist Team C. Ihr seid Team C. Gut. Ah, das ist ja ein bisschen dreimal durch die Brust ins Auge. Welches Unternehmen hat in den letzten 2 Jahren nicht durch Weglassen der Herkunftsbezeichnung gegen die OSM-Lizenz verstoßen? War das A, Bing? War das B, Foursquare? War das C, Apple? Oder war das D, Nike? Okay, ihr habt Nike gesagt. Nike ist falsch, denn Nike hat gegen die Herkunftsbezeichnungsangabe verstoßen. Ja, die Frage war ja, wer hat nicht gegen die Dings verstoßen? Ihr denkt? Ihr denkt Foursquare. Foursquare ist richtig. Ja, also die Sache war die... Also Apple ist ja gerade kürzlich durch die Presse gegangen, ja, das ist ja klar. Bing hatten wir ja auch auf den deutschen Listen hochgekocht, die haben ja diese Militärgebiete verpixelt und dabei OpenStreetMap-Daten genommen und das niemand gesagt. Und Nike ist ein etwas älterer Fall, der ist gerade so am Rand, ich hatte ja geschrieben in den letzten 2 Jahren, Nike ist gerade so vor 2 Jahren gewesen, da haben die so ein Spiel gestartet, wo sie in London überall so Plakate aufgehängt hatten, wo man dann, ich weiß nicht genau, wie das Spiel ging, aber das war auch, die Plakate basierten auf OSM-Daten und sie haben das nicht angegeben. Die haben das dann aber später gefixt. Bei Apple und Bing steht der Fix ja noch aus. Bing hat ja gesagt, ja, wir fixen das, aber es ist bislang nichts passiert und Apple hat bislang nicht mal öffentlich zugegeben, dass sie überhaupt unsere Daten benutzen. Also bei Nike, haben die Aufkleber auf die Plakate? Ich weiß nicht, ich glaube sogar, dass sie das gemacht haben, aber sie haben aber zumindest dann in der nächsten Auflage von den gedruckten Sachen und in ihrer Webseite und so da ordentlich drauf hingewiesen. Und waren halt auch relativ kooperativ und haben gesagt, oh sorry, ja, tut uns leid, wir fixen alles und so. Ja, also hier, ne, wie Zwischenstand. Das ist auch wieder jetzt ein bisschen offensichtlich, jetzt, vorhin alles gewusst und jetzt weiß Uni Heidelberg gar nichts mehr. Ja, das machen die nur, um dich nicht zu brüskieren. Die wissen schon alles. Die lassen es nur nicht so raushängen. Es gibt bestimmt einen Schlusssport oder so. Ja, ich glaube, wir haben noch 1-2 Fragen. Haben wir noch? Was verbindet diese Brücke? A. Beton, B. Hongkong und Macau, C. Dänemark und Schweden oder D. die Isle of Man und Irland? Also, wenn ihr die richtige Antwort habt, ein laut und deutliches Hier. Wenn man genau hinguckt, dann gibt es einen Hint auf diesem Bild, den man entdecken kann und der einem relativ klar verrät, worum es hier gehen muss, wenn man ein kleines bisschen verkehrstechnisch gebildet ist. Ich sag mit B. Hongkong und Macau. Das ist richtig. Im
Die Ostseite der Brücke ist Macau. Macau hat Rechtsverkehr, weil es historisch zu Portugal gehörte. Die linke Seite ist, die westliche Seite ist Hongkong, hat Linksverkehr, weil es historisch zu Großbritannien gehörte. Und deswegen ist hier diese Konstruktion, die die Autofahrer von Rechtsverkehr auf Linksverkehr umdreht, wenn sie über diese Brücke fahren. Schon. Das ist nicht überliefert. Welchen Benutzernamen gibt es nicht in OpenStreetMap von diesen vier? A. GeoNerd, B. Jesus Loves You, C. I Hate the Future oder D. Fuck You. Sie haben I Hate the Future gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist falsch. Ich glaube auch, dass es falsch ist. Ja, schade, schade aber auch. Das Schlimme ist, ich weiß nicht, was richtig ist. Wir sagen B, Jesus Loves You. Ihr sagt B, Jesus Loves You, das ist nicht richtig. Den Usernamen gibt es tatsächlich. Jetzt bleibt ihr übrig. Ihr nehmt D, fuck you, das ist auch falsch. Den Usernamen gibt es auch. Den einzigen, den es nicht gibt, ist GeoNerd. Aber falls jemand hier irgendwie gerade online ist, ich könnte es ja schnell anmelden. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie heißt die Straße in Deutschland mit der kleinsten Way-ID, die es noch gibt? A. My Testway, B. Die A3, C. Die Schlossallee oder D. Die Eigenheimstraße? War das eine Meldung? Ja. Es ist immer B. B? B? Also ich sage wieder B, ja. Das ist falsch. Ist falsch. Dum, 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 dum. B haben die gesagt, das war falsch. Nee. Doch. Was? Sie haben B gesagt und es war falsch. B wie Bertha und es war falsch. Genau. Das ist richtig. Die Eigenheimstraße ist in Dresden und die hat der Imi Scholz, der den JOSM-Editor erfunden hat, gemappt. Deswegen hat auch irgendwie frühe Versionen von der JOSM-Webseite hatten immer so ein Straßenschild, da stand sogar Eigenheimstraße drauf. Leider wird die jetzt demnächst gelöscht, weil er dem Lizenzwechsel nicht zugestimmt hat. Aber im Moment ist das unsere älteste Straße hier in Deutschland. Dieses Bild zeigt die Verteilung eines bestimmten Tags. Um welches Tag könnte es sich handeln? A. Kiwi gleich Yes. C. WLAN Cable. B. 4WD only Yes. Oder D. Nice Place No. Also man kann sich ja die Karte so ein bisschen angucken und dann kann man vielleicht das eine oder andere ausschließen oder sagen, dass es richtig ist. Also wie gesagt, wenn ihr denkt, ihr habt eine Antwort, dann am besten einen hier rufen. Ich rate einfach mal, wir raten. Ja, wir nehmen B. Forward only yes. Ja, Four-Wheel Drive only yes, das ist richtig. Das sind halt in Australien relativ viele davon. Gut. Naja, gut, es handelt sich ja hierbei nicht um ein Dürfen, sondern mehr so um, also der Mapper ist halt der Ansicht, dass der Weg nur für Vierradfahrräder geeignet ist. Welche Orte genau in Deutschland davon betroffen sind, das weiß ich nicht, aber das wird der Roland später anhand eines Overpass-API-Queries in 0, nichts feststellen. Klingelt aber nicht. Der Notar muss dann seit 2008. Achte mal auf die große Kleinschreibung. So, haben wir noch was? Was ist ungewöhnlich am Benutzer Pink Pussy? A. Der witzige Name. B. Pink Pussy ist eine Frau. C. Er trägt zweifelhafte.
Bis vorher die Antwort sagt, möchte ich noch was dazu sagen. Bei der Idee zu dieser Frage möchte ich mich noch mal recht herzlich beim Dominik und beim Marc bedanken, weil wir diese Sache am Programmkomitee-Treffen bei der Foskis evaluiert und genauestens untersucht haben. Aha. Okay, also ihr sagt C, das ist richtig. Darf ich noch eine kurze Erklärung machen? Ja. Dass ich es weiß. ganz einfach, ich habe im Rahmen des Wettbewerbs Apps for Bremen habe ich Spielplätze gemacht und habe dann eine schöne Karte gesucht, um es darzustellen und habe dann, OSM-Viewer und da hat man dann halt Amenity oder halt Freizeit, Leisure, ja, also Freizeiteinrichtungen. Und in der Karte kamen neben allen Spielplätzen auch sämtliche Eintragungen dieses Users in Bremen. Und dann habe ich die Karte in letzter Sekunde wieder von meiner Referenzliste runtergenommen. Ja, also ich meine, es gibt ja durchaus verschiedene Arten der Freizeitgestaltung. Also ist man vielleicht mal ein bisschen Adult Entertainment oder sowas. Also, sowas in der Art, ja. Die haben auch das entsprechende Icon verwendet. Also es ist schon ganz interessant, was man halt hier sieht, sind die Change-Sets und wenn man sich die Change-Sets mal anguckt und halt auch mal guckt, wo der User in Deutschland überall aktiv ist, muss man schon sagen, er kommt anscheinend sehr viel rum. Naja, er ist vielleicht so eine Art Restaurant-Tester oder so, für Michelin oder so. Vermutlich. Und noch einen kleinen Tipp, wenn man... Muss man noch einen Strich machen da? Ja. Und am besten auch bei Google nicht den Usernamen eingeben. C war das. Weil man wird alles finden, nur nicht das, was man denkt zu finden. Was verbirgt sich hinter dem sogenannten Railsport? Ist das A, die OpenStreetMap-Website oder B, ein Bot zur Korrektur von Fehlern im ÖPNV-Tagging? Ihr habt euch zuerst gemeldet, aber lasst mich ausreden. C, einen Umschlaghafen für Bahngüter oder D, der fehlgeschlagene Versuch, einen Kartenrender in Ruby on Rails zu schreiben? Was denkt ihr? Ja, können wir gelten lassen. Der Name Railsport kommt daher, dass es die OpenStreetMap-Webseite und API, das ist der Code, der war schon immer in Ruby geschrieben, aber anfangs ohne Rails, also einfach nur bloßes Ruby mit irgendeinem, weiß ich genau, wie die das dann als Art CGI oder sowas, und später dann auf Rails umgestellt. Deswegen heißt das Ding mal Railsport, weil halt der Kram nach Rails portiert worden ist. Nächste Frage. Wofür steht die Abkürzung WTFE in OpenStreetMap? Heißt es A, wie toll findet er sich eigentlich? C, wieso traurig für den Erfolg? C, Worldwide Tool for Editors? Oder C, who the fuck edited? Also Pascal hat die Buchstaben ein bisschen durcheinander gebracht. Es gilt das geschriebene Wort. Ja? Ihr hattet euch zuerst gemeldet gehabt. Who the fuck edited, das stimmt und das ist meine Schuld, das ist so ein bisschen, ich hatte damals nie gedacht, dass das so ein wichtiges, populäres Tool wird und hatte das irgendwie so, es war halt ein Tool, mit dem man feststellen kann, wer ein bestimmtes Objekt bearbeitet hat und das hieß halt WTFE und war mehr so ein interner Arbeitsname und wie das halt so ist, ja. Ja. Das ist eine etwas verwandte Frage. Im Juli 2011 wurde eine Änderung im Wiki mit dem Jugendschutz begründet. Ging es dabei um A, vulgäre Benutzernamen, B, unanständige Open-Source-Lizenzen, C, ein anstößiges Tagging-Schema für Uferbefestigung oder D, die Übersichtskarte auf der Skandinavien-Seite? Die Frage haben wir dem Paul zu verdanken, er hat die eingereicht. Ah, das ehrt euch, aber leider ist es nicht richtig. Die Übersichtskarte auf der Skandinavien-Seite war nicht das, was den Anstoß erregte. Wir nehmen C. C, ein anstößiges Tagging-Schema für Uferbefestigung. Es ist
auch nicht richtig. In der Tat ist über das Wort Dyke, was dafür verwendet wird und was im Englischen sowas bedeutet wie Lesbierin, diskutiert worden, aber das hat niemand geändert, da wurde nur drüber diskutiert. 50%. Vulgäre Benutzernamen, auch das ist leider nicht richtig. Es gibt eine Open Source oder eine offene Lizenz, die heißt WTFPL. Die ist von Leuten gemacht, die diesen ganzen Lizenzdiskussionsscheiß, dieses Scheißes überdrüssig sind und die deswegen sagen, die Do what the fuck you want, Public License. Ja, hier komm, nimm den Scheiß, mach damit, was du willst. WTFPL, die gibt's wirklich, die ist auch dokumentiert im Netz und jemand hat im unserem Wiki, hier wo Fuck steht, ein Sternchen anstelle des U's reingemacht und hat das begründet im Change-Kommentar vom Wiki. Diese Seite wird auch von Schulkindern gelesen. Nächste Frage. Wer war denn in den meisten Ländern aktiv? Ist es A, der Michael, B, der Jochen, C, der Plague? Oder die Angela? Was denkt ihr? Ah, der Michael? Ah, der Michael. Okay, also das war kein Punkt und wir müssen die Frage jetzt dann aufhören, weil der Pascal zu früh auf den Knopf gedrückt hat. Aber es gibt noch die Zusatzfrage. Also Mikkel ist nämlich nur auf Platz 2 und ein anderer User namens Baruch, die beide in 194 verschiedenen Ländern Edits gemacht haben in OpenStreetMap. Aber der Blake Crosby ist Platz 1, aber in wie vielen verschiedenen Ländern hat der eurer Ansicht nach Edits gemacht? Wie können wir denn das jetzt, wie können wir das denn jetzt machen? Okay, ja, wer am nächsten dran ist. Jeder gibt einen Tipp ab und wer am nächsten dran ist, ja? Denkt euch in Ruhe, einigt euch, wir geben euch ein paar Sekunden, um euch auf eine Zahl zu einigen und dann fragen wir von jedem die Zahl ab. Wer am nächsten dran ist, hat gewonnen. Ich habe vorhin mich noch unterhalten, ich hätte gesagt, das wäre der Michael. Na gut, hat nicht sollen sein. Habt ihr euch eine Zahl ausgedacht? Was ist eure Zahl? 199, eure Zahl? 222 und ihr? Sagt 198. 198. Jetzt, wir haben glaube ich gar keine Folie dazu, aber 198 ist genau die richtige Lösung. Wobei wir jetzt nicht analysiert haben, wie diese Edits zustande gekommen sind, ob die jetzt alles von Hand oder sowas, aber immerhin, ne? Irgendwie sowas wird es gewesen sein, ja. Kommen wir zur ist nächsten die letzte? Frage. Ich glaube, es ist die letzte Frage. Ja. Das ist die vorletzte. Es gibt noch eine Zusatzfrage hier. Das ist die vorletzte Chance auf einen Punkt. Wann wurde diese neue Vulkaninsel, die sich seit dem 23.12.2011 aus dem Meer erhebt, in OSM gemappt? A. Am 19. Dezember. B. Am 25. Dezember. C. Am 28. oder D bis jetzt noch gar nicht? Wir raten einfach mal den 25. Ihr ratet den 25., das ist falsch. Auf! Auch falsch. Aber guter Einsatz. 28. ist richtig. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr drauf zu drücken. Ich glaube, du darfst schon einmal drauf drücken jetzt. Und wir haben noch eine Zusatzfrage. Gibt's drei Punkte für. Ihr könnt raten. Muss ich jetzt drauf drücken oder nicht? Du darfst einmal drauf drücken. Okay. Hier, ja. Mittwoch, den 28. Dezember, Kommentar, New Red Sea Island, bla bla bla. Ihr dürft raten, wer es war. Derjenige, der, ja, wie machen wir das? Ihr dürft einfach, also derjenige, der zuerst einen Tipp abgeben will, der sagt halt einen Tipp ab. Und wenn alle drei falsch sind, dann kriegt halt keiner einen Punkt. Hat jemand eine Idee?
Wer macht sowas? Wer sitzt an irgendwie 3 Tage nach Weihnachten zu Hause und hat nichts Besseres zu tun, als Nachrichten zu hören und du weißt, ne? Normale Härte. So schwer. Genau, danke Marc für den Tipp. Wer die Wochennotiz liest, der weiß auch die Antwort dieser Frage. Ach echt? Da stand's drin. Ist derjenige, der das gemacht hat, hier im Raum? Lässt sich nicht ausschließen. Könnte sein, ja. Also komm. Man könnte ja noch einen Schritt weiter gehen. Ist derjenige vielleicht im vorderen Feld diesen Raumes? Ja, wir sagen einfach mal die. Ja, das gibt einen Punkt. Okay, das ist aber blöd. Das ist aber jetzt dumm gelaufen, also. Da hätten wir besser diese Zusatzfrage nicht stellen sollen, denn jetzt haben wir gar keinen klaren Gewinner. Notfalls hätten wir noch eine Frage. Haben wir noch eine Frage? Hast du die Folie rausgelöscht? Ja, ich glaube, ich habe es rausgelöscht, ja, aber ich bring's noch zusammen. Aber ich kann auch. Warte mal, jetzt muss ich aber jetzt gucken, dass ich jetzt hier nicht die Antwort schon verrate. Wir müssen noch eine Entscheidungsfrage zwischen Team A und Team C haben. Wir können sie ja ohne Bild bringen. Wir können ja einfach. Kannst einfach kurz abstecken und dann so. Lass mich gerade noch die Präsentation. Du verwirrst mich. Es geht auch noch ganz anders. Quatsch. Die ist es, die mit den 4 Köpfen da. Ja. Ich arbeite dran. Also Stichfrage für Teams A und C. Im Jahre 2008 interviewte Steve Coast den damaligen CTO des britischen britischen Vermessungsbehörde. War das A, der Ed Parson, B, der Alexander Zipf, C, der Christopher Osborne oder D, der Marco Lechner? Was denkt ihr? Tja. Okay, lass uns zuerst. Wir warten auf C. C. Das ist leider falsch. Ihr habt C geraten, Christopher Osborne. Damit seid ihr schon mal raus. Ihr seid raus. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Bitte sagt jetzt das Richtige, sonst haben wir wieder einen Putt. Na gut, notfalls habe ich noch eine andere. A. Ah. Super. Das ist richtig, ja. Der Ed Parsons, der arbeitet heute für Google, aber der war damals noch in Großbritannien bei Ordnance Survey tätig. So, damit ist Team A ganz knapp der Gewinner vor Team C, das auch eine ausgezeichnete Leistung gebracht hat. Und über Team B, da redet ihr später untereinander drüber. Ja. Aber stark, trotzdem, stark angefangen, stark schon nachgelassen. Trotzdem danke fürs Mitmachen. Team A hat gewonnen und darf sich zuerst hier, jeder von euch darf sich hier einen dieser fantastischen Preise aussuchen. Untereinander müsst ihr euch irgendwie arrangieren und die beiden übrig gebliebenen Preise dürften sich dann das Team C nehmen. Ja, schön, dass ihr euch das angehört habt, hat uns Spaß gemacht. Und der Pascal wird die Folien oder hat die Folien schon irgendwo zu Slideshare oder sowas? Kommt noch. Also ich lade sie nachher hoch und dann.
tut er dann irgendwo bei Twitter drauf oder sowas und dann könnt ihr euch da noch, könnt ihr die noch anderen Leuten zeigen und schauen, ob die das besser wissen als Leute hier.